Ja, gut, dann wollen wir mal weiter zur Justikarin. Und hoffen, dass sie mir nicht gleich sofort den Kopf wegschießt. Übrigens, medizinische Station. Hey, 1 plus Medigel. Yay. Sonst gibt es hier nichts zu holen? Nein, schade. Ach ja, der Raumhafen ist ja generell so ein bisschen. Ja, ist halt ein Raumhafen, wa? Ist halt irgendwie nicht so richtig toll. Oh, das ist ja ein tolles Polizeiabsperrband. Das ist ja süß. Und Fahrstuhl. Schade. Da kann ich hier einfach durchrennen? Inaya hat angeordnet, dass wir sie durchlassen sollen. Ach so. Sie auf. Da hinten sind Söldner. Wir warten auf Verstärkung. Das ist ja witzig. Das Polizeiabsperrband. Transportdetails? Eria, wir sollten das über Lagerüberschuss betrachten. Schicken Sie den Rest an den üblichen Ort zu Tax. Ein paar Teile weniger wird er nicht vermissen. Hey, das kenne ich doch irgendwoher. Vergebnis erwarten. Ich muss zurück zum Haus, was nun geschieht. Da Text über die Gestohlenen. Oha. Naja. Habe ich Text informiert. Das ist ja sehr freundlich von mir. Oh, ich darf meine Waffen ziehen. Das ist ja klasse. Wie der Burnout einfach das Medigel aus der Polizeiwache klaut. Natürlich klaue ich das. Ich brauche das. Ich habe ja einen wichtigen Auftrag zu erledigen. Wo ist denn das hier so eine Gasse sein? Also für mich, Der Rest vom Bravo-Team soll sich fertig machen. Das Alpha-Team ist vor 20 Minuten der Justikarin hinterher und hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Dann ist es wohl tot. Übrigens, hallo Freunde. Ah, die sind alle so ohne Frack, die kann ich gar nicht angreifen. Warte mal, dann mache ich alle anderen fertig. Jungs, ihr habt sowas von gar keine Chance. Oh, ist sie schon tot? Na, egal. Wie der Scheiß, ob er da überlebt hat. Das Drei-Mann, mein Fall ja gerade Drei-Frau, Biotik-Team. Also gegen Leute ohne Schild, die stehen ja absolut chancenlos gegenüber, ne? Die sind einfach nur geplatzt. Wenn jetzt einer niedergeschossen wird, stirbt er wegen dir. Ach, naja, gut, dann ist dem halt so. Ding. Hätte ich hier vorher nicht durchlaufen können durch diese bisschen Polizeiabsperrung. Es waren meine besten Leute. Schade. Scheint er recht mächtig zu sein. Noch eine Biotikerin? Sagen Sie mir, was ich wissen will. Und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie ist das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin. Naja. Hab schon Mächtigeres gesehen. Wie hieß das Schiff, mit dem sie geflohen ist? Die ist ganz schön groß. Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Die ist wirklich ganz schön groß. Oder? Kommt mir nur so vor. Oder das ist günstige Hamara-Perspektive. Mein Name ist Tamara und ich diene dem Justikar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Hallo! Sind wir Freunde oder Feinde? Sie haben kaltblütig getötet. Stell dich mal so fest. Die Söldnerin war verletzt und hilflos. Erledigen Sie jeden, der Ihnen nicht hilft? Wenn die Sache wichtig genug ist, ja. Ist das bei Ihnen anders? Yep. Ich habe Feinde ausgeschaltet, aber immer mit gutem Grund. Ich folge meinem Kodex, der ganz klar definiert ist. Wenn mein Handeln diesem Kodex entspricht, ist es richtig. Dolcht. Bin ich im Unrecht. Ich behaupte nicht, dass es immer leicht ist. Oder dass jeder es für richtig halten muss. Aber ich habe einen ungestörten Schlaf, was die meisten von sich nicht behaupten können. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Also, ich brauche dich im Team. Die Chancen sind miserabel, fast schon selbstmörderisch. Und dafür brauche ich die Besten, also Sie. Ich fühle die Wahrheit in Ihren Worten und Sie beschämen mich. Aber ich bin hinter einem unglaublich gefährlichen Flüchtling her. Aha. Ich hatte sie hier in die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, sie würden den Menschen begleiten, Justikarin. Ich habe Befehl, sie zu verhaften, wenn sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. Ein Tag? So schnell kann ich Sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Was? Für Menschen ist das hier verwirrend. Kann mich mal jemand aufklären?
Ich wollte sie davon überzeugen, mit ihnen zu gehen. Aber Justikare und ihr Kodex. Der Detective hat den Befehl, mich festzunehmen. Ich kann sie nicht zur Befehlsverweigerung zwingen. Und nach einem Tag kämpft Samara sich aus der Gefangenschaft frei und tötet jeden, der sich ihr in den Weg stellt? Leider ja. Das ist ein bisschen was also zweigeteilt. Auf der einen Seite hat sie halt ihre Kodex, die Gesetze-Dingsbums, aber auf der anderen Seite steht sie da völlig uninteressiert. Ja, also ich befolge das, mache das jetzt so, aber eigentlich ist das total Wumpe. Weil nämlich sobald die Uhr tickt, vorbei. Kennt ihr 71 Stunden, Ahmed? Der ist toll. Es muss doch eine Lösung geben, wie wir alle bekommen, was wir wollen. Erinnert mich gerade daran. Ich weiß eine Lösung. Während ich in Verwahrung bin, finden Sie den Namen des Schiffes heraus. Doll. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Jo, ein paar Informationen wären nicht schlecht. Können Sie mir mehr über Justikare erzählen? Wir sind Individuen, die Familie, Kindern und weltlichen Besitz abgeschworen haben. Von ein paar Waffen und Panzerung mal abgesehen. Wir durchreisen das Gebiet der Asari und machen geschehenes Unrecht wieder gut. Gemäß dem uralten Kodex, den wir alle auswendig gelernt haben. Na, dann zitiere doch bitte mal. Kompletten Text. Jetzt fang an. Ich hab Zeit. Ilium wird zwar von Asari beherrscht, liegt aber nicht in ihrem Gebiet. Meine Feindin ist hierher geflohen. Oh, Feindin. Ich habe geschworen, sie zur Strecke zu bringen und ich werde ihr überall hin folgen. Ein mächtiger Schwur. Ein Lüsterkaffee ist nur selten das Gebiet der Asari, aber ich muss meinen Schwur halten. Wenn das zu meinem Nachteil gerät, werde ich es akzeptieren. Hä? Und Sinneswandel? Eben haben Sie sich noch geweigert, Ihre Ermittlungen einzustellen? Und jetzt schwören Sie plötzlich, mir überall hin zu folgen? Wenn ich bleibe, werde ich viele Unschuldige töten, um der Inhaftierung zu entgehen. Mich zum Beispiel. Hi! Dabei könnte ich fallen. Und meine Feindin könnte ihre Verbrechen fortsetzen. Wenn ich mit Ihnen gehe und Ihre Mission überlebe, kann ich danach meine Ermittlungen wieder aufnehmen. Dazu brauche ich den Schiffsnamen, um sie zu ihrem nächsten Unterschlupf verfolgen zu können. Die Entscheidung fällt mir leicht. Eine kleine Chance ist besser als gar keine. Gut, und strikter Kodex? Dieser Justikar-Kodex scheint ziemlich strikt zu sein. Das mag Ihnen so vorkommen, aber ich bin nun mal darauf vereidigt. Der vorteilhafte Weg mag schnell und einfach sein, aber das macht ihn noch lange nicht richtig. Mhm. Na gut, wo mich anfangen? Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney 4 ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Musik hier im Hintergrund. Erinnert mich an Nachtelfen-Hauptbasis. Die hat auch immer so eine Musik im Hintergrund. Ich muss zurück auf mein Revier und sie muss ich wohl mitnehmen. Tü-tü. Ich danke Ihnen, Shepard. Moment mal, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Zur Hölle. Gar. Jetzt bin ich wieder drauf. Dann reden wir mit Pitney vor. Wo ist denn Pitney vor? Achso, da ist er. Wollte gerade sagen. Hallo, Pitney. Hallo, Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Ja, und du sprichst es auch. Warum sind die Söldner hinter Ihnen her? Ich weiß nichts von irgendwelchen Söldnerinnen, Erdenclan. Ich bin nur ein unschuldiger Kaufmann, der sich mehr schlägt. Ach, herrje. Einmal müssen wir immer machen. Bitte nehmen Sie das weg. Ich werde auch kooperativ sein, das schwöre ich. Erzählen Sie mir alles darüber. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Schade. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Tja, was ist das für eine Chemikalie? Ach, über die haben sie doch geredet da in der Handelsbezirk-Dings, wo sie sagt, haben Packungsbeilage lesen. Erzählen Sie mir was über diese Chemikalie, die Sie eingeschmuggelt haben. Sie heißt Minagen X3. Was? Und ist sehr, also total illegal. Jeder mit Biotikkräften, der ihr ausgesetzt ist, wird dadurch stärker. Je höher die Dosis, desto mächtiger wird man. Aber wer zu viel erwischt, stirbt daran. Mit diesem letzten Teil war Eclipse nicht einverstanden. Hä? Söldnerbasis? Sie waren schon in der Eclipse-Basis. Woran erinnern Sie sich? Es handelt sich um eine Reihe von Andockbuchten, in denen die privaten Schiffe von Eclipse liegen. Sie sind gut bewaffnet und verfügen über Mechs.
Und sie sind alle Mörderinnen. Jede muss als Teil des Aufnahmerituals jemanden umbringen. Nett. Achso, das hatten wir schon. Eingeschult, genau! Es klingt, als wären sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Übrigens, ich brauche einen Schiffsnamen bei der guten Gelegenheit. Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Aha. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Also muss ich mich durchschießen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Hochinteressant. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Ja, Gott. Warum sind die Eclipse hier nicht nur lauter Frauen? Turianische Arbeiter, hallo. Die Polizei gibt es nicht zu. Aber die Eclipse-Schwester... 5 plus Abtrünge, das geht ja nur. Da vielleicht den Typen gerade die Waffe an den Kopf gehauen habe. Aber das ging, glaube ich, gerade viel schneller. Und vor allen Dingen, das ist juckt mir schon die ganze Zeit in den Fingern hier, die mal wirklich Action zu machen und hier nicht immer, ja, ich rede dir mal gut zu und ja, wir können hier über alles reden und das geht ja auch noch. Team? Im Mass Effect 1 war es noch so, wenn du die Leute da nicht drauf hast oder im Fahrstuhl gespeichert hast, hast du das komplette Spiel in den Baum gepackt. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel da gepatcht haben. Ich habe das relativ früh durchgespielt, wo es rauskam. Moderne Waffen, ja, toll. Ganz tolle moderne Waffen. Die alten Modelle haben mir besser gefallen. Die ohne Munition. Wo man einfach rumballern konnte. Sie haben uns gesehen. Ist ja nicht noch eine Tür. Uah, Frontkämpfer. Und tot. Scans bestätigen, dass die Chemikalie die Bionik verstärkt. Aber eine zu hohe Konzentration führt zu schweren Gewebeschäden. Ich schlage eine geringe Dosierung vor. Ach so, hier sind diese Dinger hier, oder was? Ach ja, die ist ja einfach mitten in der Landschaft, die... Diese komische Chemikalie schwebt ja einfach in der Luft, oder was? Ich habe noch was getroffen? Ich habe den Patent verloren! Natürlich ja klasse, dass sie hier alle biotische Barrieren haben, ne? Da bringt mir mein 100... Wohl, warte mal, durch biotische Barrieren kann ich durchzaubern! Ha! Jungs, ihr seid sowas von tot. Boah, seit wann habe ich eigentlich wieder 8... Und tschüss. Oh, ich stehe hier auch gerade mitten ohne Deckel. Vor allem stehen die hinter uns die Wolken. Kann ich die da einfach in der Wolke lassen und dann sterben? Die Kontakt verloren. Ich stehe direkt vor euch. Könnt ihr mich verloren haben? Kann ich... Ach, schön. Achso, die biotischen Barrieren kann ich mit Barrierezauber kaputt machen. Ich glaube, in Mass Effect 1 kommt man sich noch so eine lustige Barriere zaubern. Jetzt kann ich das irgendwie nicht mehr. Die Schnellfeuerknifte ist auf jeden Fall die bessere Waffe. Uah. Oh Gott, wie sind denn das hier noch? Vielleicht noch ein bisschen was da hinten? Ich glaube, die hat es in Schärf. Oder? Oh, ich glaube, die ist gut. Uah. Was ist das? Schwesternschaftsinitiatin? Achso, die hat noch keinen getötet, oder was? Na gut, dann wird es dazu nicht mehr kommen. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Der ist ja quasi unendliche Munitionsvorräte. Kann ich hier nicht meine Rüstung umbauen? Ne, das sind nur meine Waffen, ne? Ja, gut. Na gut, da sollte ich wahrscheinlich noch meinen... Oh, Schrotflinte. Schrotflinte M27 Skid mal erhalten. Die folgenden Gruppen mit Guan, Jack und Jacob können das Ding nehmen. Das ist ja schön. Das ist ja schön, dass ich das Ding habe. Deine Barriere setzt dein Schild. Hallo! Du hast zu laut gebetet, würde ich mal sagen. Ich sehe dich und deine Pistole. Tja. Hallo.
Na, kann ich was sagen oder muss ich es erschießen? Halt! Ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Mhm. Sie stecken in einer feindlichen Uniform und deshalb werde ich sie jetzt umlegen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was mich hier wirklich erwartet. Jetzt tut sie einfach ihre Waffe raus? Ich hätte übrigens gerade schießen können, aber ich hab's gelassen. Wow. Was ist mit den Söldnern? Genau. Was läuft hier, das Ihnen nicht gefällt, Elnora? Ich dachte, wir fliegen durch die Galaxie und erledigen Bösewichte und so. Oh, falsches Team. Stattdessen verkaufen sie roten Sand und illegale Waffen. Sie haben sogar eine Adat Yakshi hier weggeschmuggelt. Was für ein Vieh? Was bedeutet Adat Yakshi? Das ist ein altes Asari-Wort für etwas. Ich hatte immer gedacht, das wäre reiner Aberglaube. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Ich dachte, sowas gäbe es gar nicht. Aber die Chefin meinte, die furchterregende Dame sei genauso etwas. Was läuft hier, das Ihnen nicht gefällt, Elnora? Ich dachte, wir fliegen durch die Galaxie und erledigen... Das hatten wir schon. Aber sorry. Stattdessen verkaufen sie roten Sand Schiffsname, und los! Waffen. Sie haben sogar eine Adat Yakshi hier weggeschmuggelt. Ja, zieh nicht jetzt. Welches Schiff wurde für den Schmuggel benutzt? Genau. Wow, ich habe keine Ahnung. Das war vor ein paar Tagen und ich bin neu hier. Sie haben mir gar nichts gesagt. Hm. Na gut, dann viel Spaß. Hauen Sie ab, Elnora. Und wenn Sie nur bei Rot über die Straße gehen, werde ich Sie finden. Ja, Ma'am. Okay, ich gehe. Danke sehr. Jack, töten. Hui. Jetzt hol ich wieder die Waffe raus. Oh, guck mal, ich kann hier noch Energiezellen plündern. Yay. Vier schwere Waffen. Analyse von Probe 634. Das könnte nützlich sein. Hey, biotischer Schaden wird immer besser hier. Das einzige Problem ist, glaube ich, bloß, dass ich mich gegen die Kollektoren nicht durchzaubern kann. Die waren da, glaube ich, immun, oder? Ich habe schon lange nicht mehr gegen Kollektoren gekämpft. So, nochmal hier. Was? Keine tonnenweise Gegner? Aber ein Explosiv-Giftkanister. Na gut, lass mal den Giftkanister Gift. Boah, wie Giftkan. Also, Roboter finde ich ehrlich gesagt ziemlich einfach zu besiegen. Schwester, und die Initiaten haben irgendwie auch keine echten Schilde. Eigentlich muss ich nur viel Zeit damit verbringen, einfach in die Landschaft zu ballern. Ich habe so viele AOE-Zaubersprüche. Zumindest haben die noch einen Helm auf. Was haben wir da hinten? Eine Warp-Munition? Absolut biotische Energie? Ach, schön. Ich kann Jack Warp-Munition verwenden. Egal. Ach, schön. Die Einzigen, die hier wirklich eine Chance haben, sind die Leute mit der Barriere. Aber stimmt, die haben wirklich kein Schild. War das so? Das ist mal die biotische Barriere. Das fängt eins echt schon verlangt lange her. Oh, Giftwarnung. Oh, fuck. Oh. Alter Schwede, ich wäre beinahe an den Zeug gestorben. Ah. Und tot. Weil die Leute mit Barriere, die sind sich anscheinend zu feinen Helm aufzusetzen. Oh Gott, die Toxikonzentration geht ja richtig hoch in den Wolken. Ist ja fast wie mit der Strahlung in Fallout. Oh, guck mal, hier steht er schön beisammen. Zack. Oh, keine Schilde ist natürlich schlecht. Da sollte man ja kurz einen Meter zurücktreten. Ich habe den Kontakt von... Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Ich hab... Oh, das war vielleicht gar nicht so gut, dass ich die Routine halt gehauen hab. Das geht hier echt flüssig durch. Dadurch, dass sie irgendwie... Der Asari so wenig aushalten, wenn hier ein so ein dummer Kroganer kommen würde. Welche ganz schön im Hintertreffen. Psst, was muss man tun, um die Eclipse-Rüstung zu bekommen? Oh. Ah ja. Die Eclipse-Rüstung, ja. Das da. Und. Mit dem Witz da vorzulesen macht das gerade nicht so viel Sinn, weil ich nicht alles vorgelesen habe. Adak Yashki sind die Besten. Hört sich ein bisschen an wie die Sis in Star Wars. Wenn die Justicar die einen, die Jedi sind die Adak Yashki-Typen wahrscheinlich die andere Seite. Erscheint mir irgendwie logisch. Wird wahrscheinlich auch genauso sein. So, warte mal. Moment.